Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Fire Emblem Three Houses. Wir sind am Arsch. Und wenn ich meine am Arsch, dann meine ich auch am Arsch. Weil hier, wir kämpfen jetzt gegen Edelgard. Wir sind im finalen Kampf und Edelgard ist erstmal 2 Meter gewachsen. Hat zwar eine Trefferquote von 65, aber wenn die trifft, dann trifft die aber richtig fies, glaubt mir. Ja. Moment, ich muss nochmal... Nein, Karte. Ihre Crit-Chance liegt bei 15. Sehr schön. Aber die tötet erstmal alles im Umkreis von 10 cm. Das heißt, wir können im Prinzip die hier noch machen. Und das war's denn. Wir müssen auch noch zu der hier. Das wäre nämlich ganz cool. Die ist zwar noch denn hier so in dem Ding drin. Aber damit könnten wir die ringsherum umliegenden versuchen kaputt zu machen. Das wäre jetzt so meine Idee. Ne? Dass ich hier meinen Bogenschützen hinstelle, aber ich glaube, der Bogenschütze kommt nicht so weit. Und hier meine Magierin irgendwie, die ja Magie kann. Na schön, auf los geht's los. Ich habe ja keinen... Wir speichern nochmal. Und sie schlägt dich mit einem Angriff aus dem Leben her. Okay, versuchen wir's. Was soll schon schief gehen? Ja, was du nicht sagst. Hast du dir mal die Dings angeguckt? The mages don't seem to be wearing their usual imperial uniforms. We cannot allow our grand ambition to be stopped by these beasts. Bitte was? Guide me well. Was ist das? What's my strategy? Ich habe keine Ahnung, was meine Strategie ist. Ready when you are. Ja klar, mit 35 triffst du oder was? Als ob. Als würde die mit 35% treffen. Ja, du kannst voll stolz auf deine Tochter sein. Komm, 97. Oh, und er krittet. So schnell kannst du manchmal nicht gucken. Ich habe keine Ahnung. Kennst du mal einen von euch? Nur mal so zur Info, wer greift hier den an? So als Frage. Das ist aber nicht Edelgard, die von bis da nach hinten angreifen kann, oder? Leave it to me. Leave it to me? I'll cut through. Wie ist da noch mit dabei? Und du bleibst erstmal hier schön in die Mitte. Wir gucken jetzt mal, was ausgeht. Take you out so fast you will not have a chance to lament.
Mir ist aber immer noch nicht so klar, warum die das machen. Was? Wieso? Hey! Hey, 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 hey! Keine falschen Faxen hier! Where did that attack come from? If we do not find out, we have no chance of avoiding it. We're in danger. Advance with caution. Ach nö. Winning is what matters. Ich könnte jedes Mal kotzen, ne? Wenn so dieses so bäh, ich stelle mich jetzt dagegen. Naja, er hat ja hier Heilung. Ich will ja nichts sagen, aber du hättest eigentlich auch. Also 49,12 ist das niedrigste. Deine Verteidigung mal stärken. Versuch's. It was the only way. Oh, die kriegt er ja richtig auf die Fresse. Wieso hat sie schon Schaden erlitten? Du bist gleich der Erste, die nicht. Oh! Wie krass! Can't afford to lose. Try harder.
Ich will ja nichts sagen, aber Manuela, heil mich mal. 20. So, Arschloch. Hab ich nicht gesagt. So. Verdammt. Was habe ich gemacht? Dieser Hardcore-Zauberer verschwinden jetzt. Mua, geil. The Mages are retreating. So, they weren't Imperial troops after all. Stop yammering. We must advance, Bor. Die brauchen erstmal Heilung. Wo ist mein anderer Magier hin? Ach, der ist weg. Wow, er hat ganze 9 abgezogen, Leute. Leute, er hat ganze 9 abgezogen. Ist das zu fassen? 9! Wie konnte das passieren? Da wir auf Anfänger spielen, gehe ich jetzt davon aus, dass sie nicht so krass oft trifft. What's the plan? Also, dass Edelgard nicht so krass oft trifft, jedenfalls vom Weiten. Vielleicht so, wenn sie näher ist, dann wahrscheinlich. Ich wollte jetzt eigentlich nicht, dass sie die ganze Zeit jetzt mit dem Schwert kämpft. Okay. Fuck, ich habe meinen Bogenschützen auf der anderen Seite. Ist egal. Nicht so dramatisch. Oh, ich hasse das mit dem Meteor. Leave it to me. I am prepared. Ja, ich auch. Guide me well. At your service. Nee, den Punkt bitte nicht.
vielleicht, dass wir die jetzt hier einzelnen hier so ein bisschen ziehen und versuchen. Ey, Dorothea, ne? Ich schwör's dir. Gehst mir manchmal extrem auf die Piss. Ich hätte sie von Anfang an, glaube ich, auch mit auf Glauben nehmen sollen. Ich hätte sie statt hier diesen toten Dings, hätte ich statt Schwert, hätte ich auf Dings machen sollen. Nee, 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 nicht du. Die normale Lanze tut so. Ja, 4 ist vollkommen in Ordnung. Ich werde den da hinten noch triggern und dann... Wer triggert denn hier wen? Alter, du triggerst eindeutig zu viele. Wann bist du von denen, ne? Nicht eingetriggert. Entweder kommen sie alle oder so kommen sie ja nicht. Arschköppe. Ja, das bringt nichts. Die weicht aber auch nicht aus, ne? Da ist die konsequent, die Frau. Das muss man der schon lassen. Finde ich sehr ungeil.
Der hat sein Dings genommen, ne? Nee. Was hat er genommen? How reassuring. Du bist von denen. Ich hoffe nur, Annette kann ausweichen. I'm sorry. Aber sie hat ja ihren Faddy. Du trägst ihn. Die stirbt dabei. Zehner Treffer. Komm, das weichst du aus. Alter, ich meine, du... Alter, du fliegst, ne? Er nicht. Guck mal, Mutter und Tochter. Vater und Tochter, die kämpfen zusammen. Wie sich das gehört. Da kann der Papi stolz sein. Gott sei Dank. Ich will ja nicht sagen, ne? Aber die Annette, die macht schon einen sehr geilen Job. Don't bother haunting me. That took... Ja, wenigstens kann sie ein bisschen heilen. Nee, warte, ich muss noch eins vor.
Ich wollte jetzt eigentlich... Bin ich voll oder was ist los? Wieso heilt sie mich nicht? Jetzt. Das trifft beide. Du gehst dahin. Schick sie mit dem Donner raus. Du nimmst mal nur ein. Nimmst du mal eine Mixtur. Oh, den muss ich jetzt bis ganz da nach hinten schicken. Die ist aber auch so um wirklich 2 Meter oder so gewachsen, ne? 41 ist schon hart. Ist das es? Gott sei Dank. Wieso darf die Otzi überhaupt zweimal angreifen? Das ist gemein. Aber nicht so tragisch. Boah, die du überleb es. Ich weine sonst gleich. I must brace myself. Ja, das ist nicht so schlimm. Heilung ist nicht so krass bei der. Das macht mich wahnsinnig. So, du kommst nämlich von da hinten. Ja. Oh, bitte nicht. Maybe if we take control of those stairwells now, we can prevent reinforcements. Was für eine Treppe? Thank you.
Also sie hätten noch unterstützen können. Zwei. Voll süß. Hallo, du hast nochmal. Dankeschön. Oh, bis jetzt läuft's ja noch ganz gut. Kritisch 150. Alter, man kann's auch arg übertreiben, mein Freund. Oha, Meteor tut weh. Na, 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 na. Ihr geht mir da nicht an dem... Obwohl, war das Magie oder war das was? Geh doch mal weg. Ich seh nix. Jetzt reicht's mir. Alter, du solltest ihn killen. I must lead them well. So, Madame kann nämlich auch angreifen. So sieht sie nämlich aus. Don't let your guard down. Der hat kein Dings! Aber ich verstehe, was meinen die jetzt da kommen von der Treppe her? Wir müssen die Treppe sichern. Oh, Mercedes, weich aus. Bitte, 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 bitte. Mercedes, du wunderbares Wesen. Oh, fuck. Und er macht gar keinen Schaden. Leute, so war das nicht geplant. Ich muss den gleich nochmal rausnehmen oder heilen komplett. Seid ihr mal bald fertig?
Winning is what matters. Sweet of you. Die gehen straight auf Dings. Komm, auch wenn 50 ist, aber ist egal. Wir haben... Oh, es ist nicht egal, okay. Weil bringt mir das Bogending da überhaupt nichts, ohne Scheiß. Leave it to me. Sind eindeutig zu viele. Die hat halt auch voll die krasse Reichweite. Das ist halt so das Problem. Ready when you are. Das muss sie jetzt aushalten. Das müssen jetzt beide aushalten. Okay. I will prevail. Nee, ich muss Ingrid doch nochmal zurückziehen. Ey, die kriegt da aber auch was ab. You saved me. I'll cut through. Guide me well. Ich hab's von Anfang an schlecht gemacht. Hey. Ja, hey! Schäme dich da oben! Oh nein. Der trifft dich auch immer, oder was? Willst du mich verarschen? Ach komm, eben bist du doch ausgewichen. Warum jetzt nicht? Leute, ich werde wahnsinnig. War irgendwie klar, dass er getroffen wird. Das war mir irgendwie bewusst, dass der Sack getroffen wird.
More fighting. This is my stage now. What's my strategy? Ich weiß es nicht. Ich könnte den, ich könnte den. Wer ist gefährlicher? Nehmen wir den. Another victory. Never doubted you. What's the plan? Ja, ich helfe dir. Burn until we meet again. At your service. I'd be honored. I have faith. Du hast einen Arsch, hast du. Der hat doch keine Heilung. Was kriegen wir jetzt? Das geht komischerweise. Okay. Weich aus. Komm, mach nochmal einen Crit. Falls es so schön war. Hm. Dann halt nicht. Leave it to me. So. I am prepared. Wir sind eindeutig zu viele Dings hier. Ingrid, komm schon, überlebe es. Die hat's aber auch auf Dimitri abgesehen, ne? An den hat sie jetzt einen Narren gefressen. Die denkt sich jetzt auch so, geil. Und an Mercedes. Also so Dimitri und Mercedes sind so die zwei, die gerade so richtig schön dran sind. Oh, 42, Alter. Na gut, kriegen wir aber hin. Alter, ich bin wirklich wahnsinnig. Du Lappen. Nein, nicht auf Ingrid! Bald haben wir's. Jetzt lass die doch mal in Ruhe!
Da werde ich langsam echt pissig. This could turn the tides. Ey, bis der jetzt das Ding erreicht hat, ne, dann sind die aber hier auch schon durch. Winning is what matters. Thanks. Ja, aber nicht mehr lange. Wieso konntest du eben gerade angreifen, aber jetzt nicht? Verstehe ich nicht. Hm? Du bleibst hier. Hält er aus. Hoffe ich zumindest. Die gehen gleich so oft hin drauf. Ich opfer den jetzt. Weil ich es kann. Hallo, da durfte nicht zweimal angreifen. Da stand doch zweimal durchgestrichen. Geht's noch? Ich würde dich jetzt nicht als wichtig einstufen. Sorry. Wichtig ist so ein sehr hartes Wort. Oh, Scheiße. Der darf nicht drauf gehen. Flayn! Mach was! I took it too far. I must retreat for... Habe ich jetzt verloren?
So. I'm your girl. You're done. What's next? Dann was anders. Nice form. Leave it to me. It is done. Be careful. What's the plan? I have faith. Ja, ja, das haben wir schon. Sehr schön. Ne, so gönne ich mir das. Oh. Aber die Frage ist, gibt's jetzt Friendly Fire? Macht das Monster den jetzt auch kaputt? Ist aber nicht so schlimm. Was? Wieso denn auf den? Das ist... Halt, stopp! Nein! Too slow. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. So. Ich habe ja gesagt, einer... Du machst sie kaputt. Du machst den kaputt. Only thorns left on this rose. At your service. Du heilst ihn. I owe you one. Sind wir mal ehrlich, das ist hier mit dem vollkommener Schwachsinn. Nein, was habe ich gemacht? Wen habe ich jetzt drangenommen? I must steal myself. Damit kann ich leben. Let's see you drop this. On to the next battle. I'm your girl. I'll cut through. Komm, jetzt will ich aber was sehen. Sehr schön. One to remember. I am prepared. Nein. What's the plan?
What's the plan? Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Das ist der Witz bei der Sache. Ich habe keinen Plan. Weich aus. Dankeschön. Ich will doch Dimitri nicht verlieren. Weil du so down bist, kriegst du nämlich jetzt noch einen Elixier. Dann geht's hier nämlich gleich viel besser. Du kannst da hinten in die Richtung. Ja, halte Schnitt. So, du gehst jetzt dahin. Weich aus. Weich aus. So, dann macht er nämlich jetzt seinen Angriff. Die kriegt zwar Schaden, aber der andere Dude stirbt dadurch. Und er überlebt einmal. Sehr schön, Adjutantenheilung. Dass er aber den Bogen auch benutzen kann, ne? Krasse Sache. So. Ich verstehe das nicht. Komm, 55. Weich aus, sehr schön. Kannst du dann sogar weiter noch mal hinten? Pariert, das ist aber nicht so schlimm. Wir heilen gleich gegen. Oh mein Gott! Guck mal, du kannst sogar noch dahin. So, that grotesque creature was Edelgard. Na, was sieht's denn aus? She's prepared to transform her very body to fight for this future of hers. And I have no choice but to defeat her, even if it costs me my life. We must defend the present. After all, it is all that we truly have. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Entspann dich. You're a big help. Sehr schön. Level up. Hat ein bisschen KP dazu gewonnen, das ist sehr gut. Dann kann er wird, ganz ehrlich, er wird Kanonenfutter, bin ich. Das ist mir total Latte mit dem. Ich will aber die zwei hier noch besiegen.
überlebst. Aber doch, sie überlebt. Ja, ich bin mir sehr sicher. Dimitri haut das Ding jetzt mal um. Er darf sogar noch zuerst angreifen! Ach du Schande, Alter. Wieso darf der zuerst angreifen? Das ist doch lächerlich hoch 10. Das ist doch lächerlich hoch 10, wieso der Dude als erstes angreifen darf. Komm nochmal, weil es so schön war. Oh nein, das Ding ist zerbrochen, das ist scheiße. Die wird eh nicht wieder mal damit kämpfen. Sie kriegt mit dem Schnitter. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie gepanzert ist das Ding? Na gut, so weit kommt er leider nicht. Aber die werden schon das tanken, das Ganze. Ich verstecke mich mal hier hinten so hin. Und ich da so. Lass es nicht so hart werden. Lass sie ausweichen. Oder wenigstens noch so. Okay, die haben es aber. Es ist so lächerlich. Keiner kann ihn wirklich finishen. Was ist denn hier los? Jetzt aber. Meine Fresse! Das hat jetzt aber auch gedauert. Ich will mal was gucken. Ja, war ja klar, dass da die weitere Dings nicht reicht. Ja, sei vorsichtig. So, habe ich jetzt alle? Nee. Ich könnte bis dahin. Ich würde sie aber nicht runterkriegen. Ja gut, dann bleibst du erstmal da stehen. Halt, warte. Nochmal eins zurück. Wenn sie jetzt. Ah, nee. Greift die trotzdem an, ne? Bleibst aber erstmal da stehen. Hm.
What's my strategy? Ich wollte gerade sagen, was denn da passiert? Ready when you are. I'm your girl. I will prevail. What's the plan? Ich weiß nicht, was der Plan ist. Guide me well. I'd be honored. I am prepared. I'll cut through. At your service. Erstmal die Leute noch ein bisschen heilen. Er wird es aber überleben. Vorbei, du Loser! Verdient. Have I earned no reprieve? Wieso habe ich gerade das Gefühl, etwas irgendwas falsch zu machen? Moment mal, die ist gepanzert, oder? Oh fuck, stimmt, die ist gepanzert. Ich überlege gerade, kann ich von da. Ich kann nur unterstützen, aber nicht angreifen. Prozent, dass sie nicht trifft. So. Sie heilt. Na gut, die können jetzt halt nicht so viel machen, die hier unten sind. Das müssen wir uns jetzt antun. Ja, der ist egal. Der ist nicht so schlimm. Ach, du nervst, Alter.
47 ist halt hart, aber sie kriegt das gut hin. Sie pariert das. Meint er, die ist ein bisschen sauer? Ist aber nicht so schlimm, weil wir werden jetzt echt auf jeden Fall heilen. Warum darf sie mal als erstes? Was soll denn das? Komm, 20er. Ey, die Ingrid macht einen ganz schön guten Job, muss ich sagen. Dafür, dass ich sie am Anfang gar nicht leiden konnte, macht die jetzt einen richtig guten Job. Ich halte es nicht aus. Selbst wenn sie es jetzt abkriegt, ist nicht so schlimm. Ich werde mit Dings nachheilen. Dass jetzt alle überleben, ist halt so ein bisschen... Ist klar, dass das nicht so funktioniert. Ne? Halt, warte. Die Du hat sie geklatscht. Die Du hat sie geklatscht. Edelgard, it is over. In 18 Zügen. Und ich bin der Held. Aber die Frisur sitzt drei Wetterter. Ne? Die Frisur sitzt wie eine Eins. Willst du nicht mal deine Wunde versorgen oder so? Dann halt nicht. A rising flame was a light as the flow of time carved a new history for
The long reign of the Adrestian Empire finally met its end when the Imperial capital, the city of Envar, collapsed. After 5.5 years of war, a new age was set to begin. With Fodlan united as the Holy Kingdom of Fargus, Archbishop Rhea, still weak from her imprisonment, stepped down from her position. The Church of Saros began to take the needed steps to reorganize. Prince Dimitri formally ascended the throne, beginning his reign as the King of the Holy Kingdom of Fargus, which now included former alliance and imperial territories. Texts from the time claim that the one who guided the king as he sought to create a world free from oppression became the new Archbishop of the Church of Saros. Wie jetzt, oder was? Ja, sag nicht, ich bin Bischof geworden. Oh, bitte nicht. Was, jetzt keine epische Szene, wie wir Maria retten? Das ist ja schlecht. War das erste Anfang. What is it now? You are a fool, just standing there and acting nonchalant. Have you already forgotten about me? Ich doch nicht. I also said I would always be with you. But perhaps you would have preferred it if I had vanished without a trace. You were alone. And so I chose to come back to this world to stay with you. I know. Keep back your tears. You have me now. And I must say that you have done quite well. Of course you have. I chose to join our souls because I have great faith in you. And yet I must admit I did not know you would achieve so much. To think you could have died so early on. Well, who can say? My memory is faint. But all is well that ends so well. Is that not what they say? Huh? What is that thing? A ring, of course, but I must ask, for whom? I see, or no, I take it back. You are not making any sense. Could it be that my own feelings were somehow influential? But when I think about it like that, I can't help but feel that... I'm so in love, I should make an eternal vow. Shit. What? Oh, I... So schön. Oh, fine. I shall admit, I do. I love you deeply, overwhelmingly, passionately. Ours is a love without an end. Entspann dich! So, I guess I shall accept that ring of yours. Indeed, it's only right, for you and I are joined within our souls. And that is much the same as marriage, don't you think? The stone within your chest is little more than decoration now. That means it is within your very soul that I exist. And so, whatever are you waiting for? Just wear it on your own finger. Our love is all that matters, not a ring. The two of us are one, for now and ever. I hope you are aware of that. Kann ich mir das nochmal überlegen? Ich nehme doch Felix. I shall be deep within your heart. I love you
and I can feel the warmth of love from you as well. I know. Oh, voll süß! No longer hide a thing from me. The day you die, I'll follow you. We shall journey as one until the end of time. I never tire of being around you. Since we could not trade words for far too long, I have much that I wish to say to you. Oh, please. I know just where to start. Do you recall what we spoke of before? I had told you not to let your guard down. Honestly, I adore you, but you could be so childish. Voll cool. Kommt da noch was? Aber kommen jetzt die Credits. Was? Kampfdaten. Kampf in der Dämmerung. Drei Häuser. Echt jetzt? Also, gut, während das jetzt hier so runterläuft, kann ich ja schon mal so ein kleines Resümee machen und jetzt sagen, wie es jetzt so weitergeht. Also zu meinem Resümee, ich finde das Spiel großartig, bin ich ganz ehrlich. Dankeschön. Ich weiß, ich habe auf Anfänger gespielt und wahrscheinlich denkt er so, ja, Anfänger ist ja voll leicht und so, aber dafür, dass es blind war, finde ich, habe ich mich eigentlich ganz gut geschlagen. Und was ich noch zu dem Spiel sagen kann, ich mag die Grafik sehr gerne. Ich mag das mit den verschiedenen Klassen. Auch wenn man sich da erstmal so ein bisschen durchfriemeln muss. Ich glaube, bei den nächsten zwei Durchläufen wird es dann leichter für mich, weil ich dann weiß, okay, wo will ich halt mit den Leuten hin? Ne, das mit Dorothea war jetzt halt blöd gelaufen, aber okay. Die Story von Dimitri fand ich unglaublich cool und ich bin gespannt, wie die Story von Edelgard und auch von Claude ist. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ich fand's cool, wie sich so die Leute so ein bisschen verändert haben, ne? Wie sie denn erwachsener geworden sind. Ich meine, wir sind jetzt mit Zoltis zusammen. Ich fand's ein bisschen schade, dass man uns jetzt nicht so gezeigt hat, was mit Rhea passiert ist. Ich hätte mir da noch irgendwie eine Cutscene gewünscht. Dass wir sie irgendwie so aus dem Turm oder aus dem Kerker befreien oder so. Das genauso wie dieses, ich habe das noch nicht so ganz gerafft wegen der Mutter und was da die Rhea damit zu tun hat, weil ist das jetzt unsere Tante, ist es unsere Mutter, ist es nicht unsere Tante oder so, keine Ahnung. Vielleicht auch unsere Schwester, wer weiß. Ne? Sehr seltsam auf jeden Fall, ich finde das cool, dass die alle so ein bisschen miteinander auch verworben waren. Ich würde mir jetzt, ganz ehrlich, ich würde mir jetzt so wünschen, dass man jetzt noch so sieht, 5 Jahre später, Dimitri hat, was weiß ich, Ingrid geheiratet. Ja, der hat nicht mitgemacht. Da Rhea nicht länger dienen konnte, wollte Cyril die Kirche verlassen, doch man überzeugt ihn, beim Wiederaufbau der von ihm stets gepflegten Klosters zu helfen. Dank seines Fleißes konnte die Militärakademie einige Jahre später wieder die Pforten öffnen. Als die neuen Studenten in die Halle strömten, befand sich auch Cyril unter ihnen. Ah, okay, wir kriegen jetzt hier noch so, gezeigt, was mit den Leuten passiert ist, mehr oder weniger. Nach dem Ende der Kämpfe wurde Aloy offiziell zum Kommandanten der Ritter von Cyrus ernannt. Da ihn seine Untergebenen schätzten, waren die Ritter des Cyrus unter seiner Führung vereint wie nie zuvor. Es heißt, dass ihre Errungenschaften jene unter Kommandant Sherwold sogar noch übertrafen. Bester Waffenvorhersage. Obwohl Fortland sich wandelte, blieb Hahnemann Ziel unverändert. Er widmete sich weiter dem Wappen und versuchte, die durch sie verursachten Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Zu diesem Zweck entwickelte er magische Werkzeuge, die auch ohne Wappen funktionierte. Ein weiteres Ruhmesblatt des Vaters der Wappenkunde. Schlafende Prinzessin. Ja, toll. Flayn verschwand bald nach dem Krieg und alle Beweise ihrer Existenz verblassten mit der Zeit. Viele Jahre später erschien in Fortland, das sich seitdem sehr verändert hat, eine junge Frau. Während sie den Mann anblickte, der neben ihr stand, fragte sie sich, ob sie ihn in dieser neuen Zeit endlich Vater nennen durfte. Also die ist kurz weg und dann ist sie wieder da. Und dann, hä?
Nicht lange nach dem Krieg verschwand Charmir aus der Armee. Man hörte nie wieder von ihr. Doch viele Jahre lang munkelt man über eine mit dem Bogen versierte Diebin, die stets nur von jenen raubte, die es auf Unschuldige abgesehen hatten. Okay, sie ist jetzt ein Robin Hood-Verschnitt geworden. Manuela verließ Gerwickmark, um in einer kleinen, von dem Krieg verwüsteten Stadt ihre eigene Akademie zu gründen. Sie half beim Wiederaufbau und gab ihr Wissen an die nächste Generation weiter. Obwohl sie nie heiratete oder eigene Nachkommen hatte, verbrachte sie ihr Leben glücklich, umgeben von den Kindern des Dorfes. Ach, der hätte es aber gewünscht, dass sie heiratet. Zetif blieb im Kloster und arbeitete daran, die Macht der Kirche des Cyrus wiederherzustellen. Er legte seine alte Strenge zugunsten einer toleranteren Haltung ab. Seine Weisung an die Gläubigen, andere Glaubensrichtungen zu respektieren, ermöglichte dem Volk von Fortland freundschaftliche Beziehungen. Caspian zog sich von den Rittern des Cyrus zurück, um Rhea in die Abgeschiedenheit zu folgen, die ihre Position als Erzbischof aufgab. Sie lebte nur noch, um Rhea zu beschützen, und die beiden lebten gemeinsam als Einsiedlerin. Obwohl sie Donnerbrand nie ablegte, erwarb sie sich einen neuen Spitznamen, Wächterin von Sanandu. Gilbert kehrte nach Firelia zurück und nahm seine ritterlichen Pflichten wieder auf. Viele Jahre diente er König Dimitri treu ergeben. Selbst in seinem Ruhestand, so heißt es, verbrachte er den Rest seines Lebens damit, den jungen Prinzen die Kriegskunst zu lernen. Echt jetzt? Warum bist du nicht zu deiner Frau zurück? Was bist du denn für ein Spacken? Annas gerissener Art, Geschäfte zu machen, erwies sich nach dem Krieg als großer Vorteil beim Wiederaufbau Gerrickmarks. Nach dem Wiederaufbau verschwand Anna aus dem Gebiet, doch man erzählte sich in allen Ecken der Welt und über Jahrhunderte hinweg Geschichten über eine geheimnisvolle Händlerin. Manche sagen, Anna sei auch heute noch auf Reisen, ihre Waren anbietend und stets auf der Suche nach der nächsten lukrativen Gelegenheit. Kriegen wir jetzt jeden Einzelnen? Ach du gut. Nach Ende des Krieges kehrte Dorothea an die Oper von Mittelfrank zurück. Ihr Talent war es zu verdanken, dass die Opernkompanie ihre alte Beliebtheit zurückerlangte, die auch noch nach Dorotheas aktiver Bühnenzeit noch lange anhielt. Nachdem sie ihre Rolle als Diva abgegeben hatte, zog sie sich ins Privatleben zurück, welches ruhig und ohne besondere Vorkommnisse verlief. Man erzählte sich, dass sie sehr glücklich verheiratet war. Petra kehrte zurück in ihre Heimat Bridget und folgte ihrem Großvater auf dem Thron. Als Herrscherin erklärte sie Bridgets Unabhängigkeit von Fortland und arbeitete unermüdlich daran, diplomatische Bände zwischen Fortland und Dagda zu knüpfen. Ihre Bemühungen inspirierten ihre Nachkommen, ihr Werk fortzuführen, und so führte sie ihr Volk in eine Zukunft voller Frieden und Wohlstand. Als treuer Vasall widmete sich Didu sein Leben König Dimitri, den er während seiner gesamten Herrschaft unterstützte. Als Dimitri starb, war Didu an seiner Seite. Danach wachte er über Dimitris Grab am Rande von Firdat. Und so wachte er bis zu seinem eigenen Ende gleichzeitig über das friedliche Königreich, das er einst mit aufbaute. Als Markgraf Gautier gab Sylvian alles dafür, um die Beziehung zur Sreng-Region zu verbessern. Unter seiner Führung wurden die Adligen davon überzeugt, dass Relikte und Wappen, anders als angenommen, nicht wichtig sind. Obwohl er als außergewöhnlicher Markgraf in die Geschichte einging, werden Betrüger und Unruhestifter auch heute noch Gautiers Söhne genannt. Oh mein Gott, die haben geheiratet. Nach dem Krieg wurde Elch zum Ritter sowie zum neuen Oberhaupt des Hauses Gaspard, das keine Erben hatte, ernannt. Dem jungen und unerfahrenen Herrscher fiel das Regieren schwer, obschon er dafür bekannt war, nicht so schnell aufzugeben und niemals die Hoffnung verlor, war es wohl einzig dem beständigen Rat seiner Gemahlin zu verdanken, dass er alle Unwägbarkeiten überwinden konnte. Wenn die beiden nicht mit Regieren beschäftigt waren, tankten sie Kraft, indem sie einander leckere Köstlichkeiten backten. Ihre Gepflogenheiten waren so rührend, dass viele Ehepaare in der Region sie über Generationen hinweg ebenfalls übernahmen. Oh, die haben geheiratet! Oh, die haben auch geheiratet, voll schön. Nach dem Krieg erbte Felix von seinem verstorbenen Vater Ulrich den Titel des Grafen so und so. Einige Zeit später heiratete er Annette und die beiden verdienten sich die Anerkennung der Bevölkerung, indem sie hart daran arbeiteten, das Land wieder zur alten Blüte zu führen. Felix war zudem für seine Hingabe und Annette für ihre unendliche Heiterkeit sehr beliebt. Jahre später entwickelte Annette ein Talent fürs Liederschreiben und mit Hilfe ihres Gemahls schrieb sie Melodien, die über Generationen immer weitergegeben wurden. Die Texte jedoch wurden mit der Zeit verändert, sodass die ursprüngliche Bedeutung unbekannt war. Die haben auch geheiratet! Nachdem Dimitri den Thron des Heiligen Königreichs von Fargus einnahm, verbrachte er sein Leben damit, gerecht über Fortland zu herrschen. An seiner Seite stand Ingrid, die das Haus Galatea verließ,
um Haus so und so als Ritterin zu dienen. Während des gemeinsamen Bemühungen des Königreiches wieder aufzubauen, verliebte sich das Paar ineinander und heiratete schließlich. Doch auch wenn Ingrid das Amt der Königin gerne ausübte und ihre Gatten stets in allen Belangen unterstützte, bestand sie darauf, auch selbst zum Schwert zu greifen und an vorderster Front zu kämpfen. Voll gut. Maika half Dimitri dabei, die Pläne des Kaiserreichs zu zerschmettern. Nach dem Krieg gab Rhea ihre Position als Erzbischöfin auf. Maika übernahm das Amt der Erzbischöfin der Kirche. Sie wies dem Heiligen Königreich von Fargis in seiner Herrschaft über Fortland den Weg. Keine Ahnung. Oh, voll schön. Und dann haben sie doch geheiratet. Das freut mich. Das ist voll gut. Finde ich geil. Okay, damit ist schon mal mein Kritikpunkt, dass ich ganz gerne wissen will, wie es weitergeht. Schon mal abgehakt. Sorry wegen das Vorlesen, das ging jetzt irgendwie ein bisschen schnell. Oh, das war so schön. Ich freut mich, dass Felix und Annette geheiratet haben. Genauso, dass Ash und, wie hieß hier nochmal, Mercedes geheiratet haben. Sehr schön. Gut, alle anderen, ne, von den anderen Häusern können wir halt nichts wissen, weil die haben wir ja so gesehen umgebracht. Shit happens. Aber das freut mich, dass so unsere Klasse so sich so gut gehalten hat. Das freut mich. Das ist schön. Ich freue mich darüber wirklich. Wenigstens haben die ein Happy End gekriegt. Ja. Also hier wird es auch noch weitergehen. Wir werden das DLC machen. Ich habe gesagt, das machen wir noch. Wir werden das aber erst nach Weihnachten anfangen, wenn ich wieder aus meiner Heimatstadt wieder zurück bin. Weil so gesehen habe ich jetzt vielleicht noch 2 Streams und die möchte ich jetzt ungern jetzt mit dem DLC anfangen, weil ich nicht weiß, wie lange das dauert. Und wenn dann halt so ein Cliffhanger kommt, dann müsste halt so lange warten, ist auch doof. Darum kommt jetzt hier eine kleine Pause und nach Weihnachten werden wir mit dem DLC weitermachen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Gut, wir alle auf YouTube sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, euch hat... Ach, erzählt mir was zum Spiel. Erzählt mir, wie euch die Story gefallen hat, wie euch das Spiel generell gefallen hat. Nicht meine Lesekünste, die braucht ihr nicht zu kritisieren. Ich weiß, ich kann nicht vorlesen. Es tut mir auch leid. Aber wie fandet ihr das denn, dass die so geheiratet haben und wie ich mich angestellt habe und so? Ha, ich bin so ein bisschen hibbelig gerade, es tut mir leid. Aber es hat wirklich so, ich muss sagen, das Spiel hat wirklich viel Spaß gemacht. Mir haben die Kämpfe gefallen, weil man immer mal wieder überlegen musste. Ne? Am Anfang ist es ein bisschen schwierig reinzukommen, aber sonst voll schön. Es war wirklich voll schön. Gut, auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.